Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Mass Effect 1 in der Legendary Edition. Im letzten Part sind wir auf Citadel wieder angekommen. Auch hier, da müssen wir noch eben identifizieren und machen uns heute erstmal dran, Vision Quest abzulegen. In einem Bericht, den wir später senden werden, untersucht Emily Wong die Korruption auf der Citadel und enttarnt ein ausgewachsenes Verbrechersyndikat. Emily Wong war doch hier wie heißt sie denn? Wie heißt das denn? Reporterin, die diesen Undercover-Bericht macht. Commander Shepard? Ist sie das nicht? Nee, das ist jemand anderes. Hallo? Khalisa bin Sinan Al-Jilani, Westerland News. Würden Sie unseren Zuschauern ein paar Fragen beantworten? Ja, klar. Wieso nicht? Was möchten Sie wissen? Sie haben die einmalige Gelegenheit erhalten, unsere Rasse zu repräsentieren. Die Leute würden gern wissen, wie sie das machen. Die Menschen versuchen seit 26 Jahren, sich den Respekt der galaktischen Gemeinschaft zu verschaffen. Wie fühlen sie sich vor diesem Hintergrund, der erste menschliche Spectre zu sein? Geehrt. Die Spectres repräsentieren das Beste jeder Spezies dieser Galaxis. Gefragt zu werden, ob man dazugehören möchte, ist eine Ehre. Einige Stimmen behaupten, dass die Citadel die Menschen mit ihrer Ernennung nur beschwichtigen wollte. Hat es Situationen gegeben, wo die Citadel von ihnen verlangte, ihre Bedürfnisse über die der Erde zu stellen? So ist das nicht, nein. Der Rat kümmert sich um die Angelegenheiten der gesamten galaktischen Gemeinschaft. Und wir sind jetzt Teil dieser Gemeinschaft. Unsere Bedürfnisse stehen auf ihrer Agenda, aber wir sind auch nur eine Rasse von vielen. Sie glauben das wirklich, nicht wahr? Für Ihre Missionen haben Sie das Kommando über ein modernes Menschenschlachtschiff erhalten. Möchten Sie dazu etwas sagen? Menschenschlachtschiff. Tolle menschliche Innovation. Die Turianer halfen beim Bau. Eigentlich wurde die Normandie von menschlichen und turianischen Ingenieuren gemeinschaftlich entwickelt. Ihr Design vereint viele Innovationen, die aber leider alle streng geheim sind. Also haben die Turianer Kenntnisse über die Normandie, die vor der Allianz Öffentlichkeit geheim gehalten werden. Halten Sie es für angebracht, dass das modernste Schiff der Erde der Citadel übergeben wurde? Die Crew gehört zur Allianz. Mir war nicht klar, dass sie jemandem übergeben wurde. Ich habe das Kommando. Und das letzte Mal, als ich nachgesehen habe, war ich ein Mensch. Das gleiche gilt für meine Crew. Ein Mensch, richtig. Aber jetzt arbeiten Sie für die Citadel, Commander. Wo wir gerade von Ihrem neuen Job reden. Hat der Rat Ihnen befohlen, das menschliche Forschungsanliegen auf Noveria zu sabotieren? Es hat einen Unfall gegeben. Der Rat hatte nichts damit zu tun. Es gab einen Unfall in den Binhex-Laboren. Um die vertraulichen Informationen der Firma zu wahren, kann ich leider nicht mehr dazu sagen. Das ist eine überraschende Enthüllung, Commander. Uns gegenüber hat Binhex bisher immer nur gemauert. Angesichts Ihrer Erfahrungen, würden Sie sagen, dass die Menschheit jemals den Respekt von der galaktischen Gemeinschaft erhalten wird, den sie verdient? Wenn wir ihn uns verdienen? Respekt ist eine komische Sache. Die Leute meinen immer, sie hätten ein Anrecht darauf. In Wahrheit muss man ihn sich verdienen. Und ich glaube ganz fest daran, dass wir ihn verdienen. Sie sind ein Idealist, Commander. Aber ein aufrichtiger. Ich hoffe, dass Sie Recht behalten. Eine letzte Frage, Commander. Gerüchten in der Heimat zufolge sind Sie einem abtrünnigen Spectre namens Saren auf der Spur. Können Sie dazu einen Kommentar abgeben? Das Interview ist beendet, dazu kann ich nichts sagen. Ich fürchte, ich kann Ihnen nichts weiter dazu sagen, was meine aktuellen Aufträge sind und was nicht. Keine Sorge, wir werden es so oder so herausfinden. Die Augen der Menschen sind auf Sie gerichtet. Enttäuschen Sie uns nicht. Vielen Dank für Ihre Zeit, Commander Shepard. Immer gerne. Ich finde dich sehr, sehr unangenehm. Aber danke, es war ein Vergnügen, mit dir zu reden. Die war ja echt ekelhaft. Ach, so passiv, unterschwellig, aggro. So, hier scheint nichts mehr zu sein. Dann gehen wir doch jetzt erstmal nach oben. Wir können eigentlich nochmal kurz zum Ausrüstungsbüro gehen, eben Müll verkaufen, den wir nicht mehr brauchen. Diese ganzen Level-1-Waffen und so ein Scheiß. Weißt du, das kann alles weg. Moin! Hallo, Commander. Hi. Ich möchte was kaufen. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Ich zeige Ihnen die guten Sachen, Commander. Viel Spaß damit. Dankeschön. Zeig mir mal den guten Kram, ne? Verkaufen. So, den ganzen Level 1 Scheiß, den brauchen wir halt nicht mehr. Weißt du, das kann alles weg. Sind wir mal ehrlich, das kann weg.
Granaten-Upgrade, alles was 1 ist, kommen wir mal weg. Alter, wie viel Zeug wir schon eingesammelt haben. Ich glaube, die Nummer 2 Sachen können theoretisch auch schon weg, oder? Ja, guck mal, wir haben schon so viel Nummer 3 und 4. Also Nummer 2 kann auch alles weg, komm. Einfach weg mit dem ganzen Kram. Kaufen. Hat er denn mal irgendwie eine coole, schwere, menschliche Rüstung? Onyx, ich kann nicht mal sehen, wie geil das jetzt gerade ist. Bruder, nicht schlecht. Nochmal schwer, Mensch, Onyx. Was habe ich denn aktuell? Predator habe ich gerade am Start. Hat nur 3 Sachen. Ach, hier doch, da. Präzisionsgewehr. Jetzt können wir uns den Kram auch leisten, aber eigentlich brauchen wir es nicht. Judy, reingehauen, war nett mit dir Geschäfte zu machen, ne? So, da habe ich den schon gescannt. Ja, der ist schon gescannt. Wir gehen jetzt schön zu Fuß wieder durch die Citadel, weil wir wieder ein paar von diesen Keepern noch scannen müssen. Außerdem stehen oder seht ihr ja, wie ihr gerade bemerkt habt, immer mal wieder auch neue Leute, die jetzt hier irgendwie Zeug machen. Also allein auch deswegen lohnt es sich da nochmal einen kleinen Blick in das Citadel zu werfen. Wir gehen jetzt mal schön zu Fuß einfach rum. Was ist hier noch los? Moin. Okay, ja gut. Lassen Sie mich das mal klarstellen. Ihr Geschäftspartner. Fertigkeiten zu niedrig, schade. Was ist hier wieder los? Hallo? Hey da! Oh. Sie sind nicht von der Zitadell-Sicherheit, oder? Wollten Sie etwas? Ich hab mitgehört. Was wollten Sie dem Officer vorhin erklären? Mein Partner will mich töten. Und ich dachte, wir wären Freunde. Das ist ein schweres Verbrechen. Woher wissen Sie, dass er Sie töten will? Er ist jetzt so anders. Er redet bei der Arbeit nicht mehr mit mir. Und verfolgt mich. Gestern ist er mir bis nach Hause gefolgt. Er weiß nicht, dass ich ihn gesehen habe, aber er wartet nur auf seine Chance. Ist mir egal, was andere denken. Ich weiß, was er vorhat. Er will mich tot sehen. Wie kann ich Ihnen helfen? Kann ich irgendwas tun? Mit Ihrem Freund reden vielleicht? Würden Sie das? Mehr will ich nicht. Nur jemand, der mit ihm redet. Er soll mich in Ruhe lassen. Er meint, er kann mich herumschubsen. Aber Sie zeigen's ihm, oder? Ich werde mit ihm reden. Sagen Sie mir, wo er ist und ich suche ihn. Okay. Er wollte mich unten in den Bezirken beim Markt treffen. Er gab vor, er wolle nur reden. Er heißt Korban. Er ist Salarianer. Ich denke nicht, dass er Ihnen Probleme bereiten wird. Er ist nur ein Wissenschaftler. Korban? Ist das nicht der Salarianer, der uns darum bat, die Keeper zu scannen? Die Keeper? Woher weiß sie das? Das ist noch ein guter Grund, ihn ausfindig zu machen. Das verstößt gegen die Gesetze. Bastard! Verstehe! Ich werde mich gleich darum kümmern, mal sehen, was er so vorhat. Was Korban betrifft, ist dieser Tage alles möglich. Also, viel Glück! Mal sehen. Gut, wir machen mal weiter. Kann ich mit einem von euch noch quatschen? Da ist noch ein Citadel-Sicherheitsoffizier, der hier so einfach nur rumsitzt. Guten Tag. Hallo, Commander. Hi. Hallo, Commander. Dann gehen wir mal weiter. Was ist denn hier los? Da haben wir noch ein Terminal, noch ein Terminal. Hier alles im Lot. Da ist noch ein Keeper. Wunderbar. Kann man hier lang? Ja. Lauter Spinde. Und ein Fahrstuhl, den wir aktuell nicht benutzen können. Na gut. Dann gehen wir mal wieder zurück. Shepard schon wieder komplett im Arsch. 3 Meter gerannt, gleich im Arsch. So muss das sein. Wäre bei mir genauso, also ich will mich da nicht drüber stellen. Also
Bei mir sieht das ähnlich aus. Wo geht's hier hin? Zu den Wards. Was Vorsitzender sind denn die Wards? Burns vom Parlamentarischen Unterkomitee für transhumane Studien wurde von Biotik-Extremisten entführt. Die Biotiker befanden sich auf einem Frachter und wurden zuletzt im Hades-Gamma-Cluster gesehen. Es wurden bis jetzt noch keine Forderungen gestellt. Ist das etwa eine neue Mission? Okay, wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach mal weiter. Hier geht's zur C-Sicherheitsakademie. Scannen. So, war hier einer, wo wir irgendwie einen Quest abgeben müssen? Guck mal da vorne. Das Korban. Ups. Diese Karte ist einfach wirklich fürchterlich. Ich sag euch das, sie ist fürchterlich. Zu den oberen Märkten, okay. Dann gehen wir mal zu den oberen Märkten. Nebenbei natürlich wieder mal wie immer umsehen, ob wir irgendwo noch Keeper finden. Oder auch neue Leute, die irgendwas wollen. Dann reden oder so. Gehen nochmal in die Klinik rein. Hattest du hier bei dir einen Keeper rumstehen? Nee, ne? Nö. Nee. Okay. Hätte ja sein können. So, hier war eine. Zack. Düm. Was ein riesen Kolossus-Ding, Alter. Übel. Wo geht's hier hin? Kamen wir da gerade her? Nee. Da. Ein Keeper. Ob wir sie wirklich alle scannen müssen? Ich glaube, ich werde die nicht alle finden. Das wird irgendwann ist da noch irgendwo so ein so letzter Keeper. Wie sollst du den finden, ey? Aber wer weiß. Wir sind schon sehr gründlich. Ich scanne, was das Zeug hält. Da geht's zu Koras Nest. Ach ja, wir erinnern uns. Wir gehen gleich noch zu den Märkten. Ich gehe noch einmal in Koras Nest. Einmal erstmal gucken, ob das under new management ist nun. Sieht so aus. Hier tobt das Leben wieder. Alles, als wäre hier nie in der Schießerei gewesen. Alles wieder normal. Eigentlich wollte ich nur gucken, ob er noch irgendwo ein Keeper rumeiert, aber nope. Hier in diesem Etablissement hat sich kein Keeper hin verirrt. Das wundert mich doch. So, dann gehen wir jetzt mal hier lang. Ja, sind wir auf Kurs. Da ist Korban. Jetzt reden wir mal mit ihm und finden mal raus, was los ist. Commander? Ich habe nicht erwartet, Sie noch einmal zu sehen. Was kann ich für Sie tun? Ich würde gerne die Wahrheit wissen. Fangen Sie am besten mit der Wahrheit an, Korban. Ich weiß gar nicht, worauf Sie anspielen. Meine Experimente... Wir glauben Ihnen kein Wort. Yalit hat uns erzählt, dass Sie ihn verfolgen. Sie haben mit Yalit gesprochen? Dann wissen Sie von den Daten? Noch nicht. Daten? Nein, aber sie werden es mir gleich sagen. Alles. Ihr könnt gehen, Jungs. Anscheinend haben sich meine Pläne gerade geändert. Ich bin nicht so übel, wie Sie glauben, Commander. Yalit und ich waren nur verschiedener Meinung. Sprechen Sie weiter. Nur weiter. Das Unternehmen, für das wir arbeiten, hat ein experimentelles Verfahren für den Einsatz in medizinischen Scannern entwickelt. Aber Yalit und ich haben ein noch viel größeres Potenzial darin gesehen. Also haben wir die Pläne gestohlen und heimlich ein Gerät entwickelt, um die Keeper zu scannen. Können Sie sich das vorstellen? Ein Gerät, mit denen man die Keeper auslesen kann. Und? Was ist daran so Besonderes? Es ist so gut wie unmöglich, die Keeper zu scannen. Und man kann sie nicht fangen oder ihnen Proben entnehmen. Sie zerstören sich einfach selbst. Wir sind seit Jahrhunderten hier und wissen nichts über sie.
Verstehen Sie wirklich nicht? Wir waren die Ersten, die Sie jemals gescannt haben. Sie haben es selbst gesehen, Commander. Und Sie wissen, dass wir es schaffen können. Und Yali, da steckt doch mehr dahinter. Das erklärt noch nicht, warum Sie Ihren Partner töten wollen. Ich will ihn gar nicht töten. Es war Yalits Job, unsere ersten Resultate zu veröffentlichen. Aber er entschied, die Daten für sich selbst zu behalten. Vielleicht, um sie zu verkaufen. Ich weiß nicht. Seufzen. Was? Also wollen Sie nur wieder haben, was Yalit gestohlen hat? Wir verloren die Übersicht. Wir wollten diese Gelegenheit einfach nicht verpassen. Commander, wenn Sie für mich weitere Daten sammeln würden, stellen Sie sich vor, was wir alles lernen könnten. Und es wäre auch eine Gelegenheit, einen großen Profit daraus zu schlagen. In Ordnung. Ein paar Scans sollten sicher kein größeres Problem darstellen. Sehr gut. Vielleicht können Sie auch gleich mit Yalit sprechen. Die Daten, die Sie für mich sammeln, sind wertlos, wenn mir Yalit nicht bei der Analyse hilft. Natürlich. Ich werde gleich mit ihm sprechen. Danke. Und viel Erfolg beim Scannen, Commander. Ob das so eine gute Idee ist, aber die Kohle winkt, ne? Und deswegen machen wir es mal. Ich gehe mal weiter. Guck mal, ob hier noch irgendwo ein Keeper rumeiert. Und dann gehen wir erstmal weiter. Konrad Vernon mal wieder. Hey, Commander Shepard, ich bin's. Konrad Werner, erinnern Sie sich an mich? Ja. Es gibt Gerüchte im Extranet, dass man sie zum ersten menschlichen Spectre gemacht hat. Das ist unglaublich. Oh, Sie sind's. Genau, Konrad. Wir haben uns neulich mal unterhalten. Erinnern Sie sich an mich? Wow! Eine Lady wie Sie wird bestimmt oft von Männern angesprochen, aber an mich erinnern Sie sich. Hey, kann ich ein Foto von Ihnen machen? Wollen wir wetten, dass das nachher scheiße läuft? Der hat meine Unterschrift, dann hat er gleich ein Foto von mir. Was wird der Mann anstellen? Wollen wir wetten, dass das nicht gut ausgeht? Aber ich lasse mich mal drauf ein. Warum nicht? Ich habe kein Problem damit, aber warum? Machen Sie Witze? Niemand wird mir sonst glauben, dass ich mich mit Commander Shepard unterhalten habe. Halten Sie bloß die Waffe hoch. Perfekt. Nochmals vielen Dank, Commander. Ich werde es in mein Wohnzimmer hängen. Meine Frau wird es lieben. Alter, der wird mich doch verarschen, Junge. Der verarscht mich. Das nächste Mal sagen wir nein, weil der mich verarscht. Ich bin mir so sicher, dass er mich verarscht. Er wird mich so verarschen. Ich kann fühlen, wie ich verarscht werde. Ich kann es richtig fühlen, die Verarschung. So, hier ist sonst nichts mehr. Es ist ein Kontoauszug. Da steht, dass ich was bei Ihnen gekauft habe und wann. Er wieder. Schön, dass Sie was bei mir gekauft haben. Aber es beweist nicht, dass dieser Gegenstand aus meinem Laden stammt. Ja, die sind immer noch dabei. Er gibt einfach keine Quittungen raus. Das ist so geil. So gut. Ich glaube, die werden wir noch ein paar Mal sehen. So, also hier ist jetzt nichts mehr. Dann gehen wir mal nach oben. Jetzt ist das Flux. Da waren wir noch gar nicht drin im Flux. Sie sollten vorsichtiger sein, wem Sie das erzählen. Was? Jeder weiß, dass Fist mit den Kriminellen unter einer Decke steckt. Nicht mehr. Mir sind die Hände gebunden, Rita. Ich würde sie sofort zurücknehmen, aber sie will nicht. Ich weiß, ich weiß. Ich werde versuchen, ihr ein wenig Vernunft beizubringen. Seien Sie vorsichtig. Sie wissen, wie dickköpfig Ihre Schwester sein kann. Je mehr Sie drängen, desto weiter läuft sie weg. Ja, da haben Sie wahrscheinlich recht. Danke, Doran. Danke, Doran. Mit der müssen wir uns gleich noch unterhalten. Das werden wir auch noch gleich tun. Aber da die Folge noch 20 Sekunden geht, lohnt sich das jetzt nicht mehr, das dicke Gespräch anzufangen. Deswegen würde ich sagen, lasst uns doch einfach ein bisschen verfrüht jetzt hier einfach so entspannt schon mal ein Päuschen machen. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zusehen. Hoffe, ihr habt bei Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch meine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.